YouTube-Kanal erstellen, die geheime Strategie, wie du deinen Kanal von Anfang an richtig optimierst. Das ist jetzt ein weiteres Video dieser Serie und es ist Teil 5. Und jetzt geht's dann so richtig ins Eingemachte. Wir machen jetzt weiter in unserem Prozess. Also bleib dran. Ja, um kein Video mehr von mir zu verpassen, abonniert meinen Kanal und betätige die Glocke für die weiteren Updates. Und du kannst mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche dir natürlich zu antworten. Und falls du auch mit deinem YouTube-Kanal später mal Geld verdienen möchtest, da habe ich einen kostenlosen Videokurs für dich erstellt unter diesem Video mit 8 Methoden, wie du aus deinem YouTube-Kanal bare Münze machen kannst. Also der ist dann unter deinem Video und darauf wollte ich dich noch aufmerksam machen. Ja, und jetzt machen wir hier weiter. Ich hoffe, du hast jetzt zugegeben diesen sehr aufwendigen Prozess gemacht, dass du hier wirklich alle Keywords, die wir rausgesucht haben, jetzt sortierst nach entweder Serie, Video oder Kanal-Keyword. Also das sollte jetzt so bei dir aussehen. Ich muss jetzt wirklich gestehen, ich habe das jetzt nicht bei allen gemacht, weil das ja nur ein Vorzeigeprojekt ist oder ein Testprojekt. Ich werde höchstwahrscheinlich diesen Kanal nicht veröffentlichen. Dafür habe ich gar nicht Zeit. Ich wollte das dir nur zeigen. Darum ist es bei mir hier unten leer. Also bei dir sollte wirklich bis unten hin überall entweder Kanal, Video oder Serie stehen. Und jetzt ist eines wichtig. Du hast, wie schon im letzten Video erwähnt, jetzt wirklich wahrscheinlich über 1000 Videoideen hier gesammelt. Dir werden die Ideen nicht mehr ausgehen, wenn du diesen Prozess machst, weil du entweder eine Serie oder ein Video hast. Aber im weiteren Schritt geht es uns jetzt tatsächlich um diese speziellen Kanal-Keywords, die mit jedem deiner Videos relevant sind und die auch überall in jeder Sektion bei den Keywords vorhanden sein sollen. Und damit du jetzt hier nicht wieder von oben bis unten einfach durchgehen musst und dir die raussuchen musst, das wäre nochmal viel Arbeit, gibt es da einen kleinen Trick. Also mach dir jetzt mal zuerst hier oben einen Reiter mit Kanal. Da kommen die jetzt runter. Es sollten so zwischen 5 und 20 sein. Also nicht 25, sondern 5 und 20 irgendwo so in der Mitte drin. Und jetzt klickst du einfach auf deiner Tastatur Steuerung und F. Jetzt öffnet sich hier ein Suchfenster und da gibst du jetzt einfach ein Kanal. Und jetzt siehst du hier, dass hier alles mit Kanal grün markiert ist rechts. Also natürlich das hier oben auch. Kann ich das hier verschieben? Nein, das geht nicht, macht aber nichts. Hier ist alles, was mit Kanal markiert ist, also mit Kanal gekennzeichnet ist, ist jetzt hier markiert. Und jetzt musst du nur noch hier durchgehen. Kopierst du diese Zeile, so, dann machen wir kopieren und dann packst du das hier oben rein, rechte Mauszeile und einfügen. Jetzt hast du schon hier das erste Kanal-Keyword. Dann gehst du weiter. Hier, Schmerztherapie habe ich mit Kanal gekennzeichnet. Wieder kopieren, gehe jetzt wieder hier hoch, setze ich hier drunter. Zeile einfügen. Ah, Blödsinn. Entschuldigung, das war jetzt ein Blödsinn. Nicht Zeile einfügen, sondern einfügen. So funktioniert das. Dann geht es hier weiter. Schmerztherapie hatte ich jetzt schon. Jetzt geht es weiter. Sportmedizin. Wieder rechte Maustaste. Kopieren. Ich gehe wieder hoch. Klicke hier rein. Einfügen. So, das hatte ich jetzt schon. Dann habe ich jetzt noch Laufanfänger. Kopieren. Einfügen. Und das letzte ist jetzt noch Fitnesstrainer. Kopieren. Einfügen. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Keywords, die wirklich dann mit jedem Video meines Kanals in Verbindung stehen. Und die sind jetzt wichtig. Und das solltest du dir jetzt kopieren und ein neues Google Docs Dokument öffnen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das kannst du dann hier wieder benennen. Dann nenne ich jetzt Laufsportkanal Kanal Tags.
und Beschreibung. Hier solltest du dir jetzt mal deine Tags reinkopieren und die fügen wir dann bei YouTube ein und du musst das dann nicht jedes Mal wieder einfügen, sondern da gibt es dann eine Funktion, das zeige ich dir im nächsten Video, wie die immer von alleine wieder kommen, ohne dass du noch etwas tun musst. Und dann habe ich jetzt hier noch diesen Text, der in jeder Beschreibung deiner Videos vorkommen sollte. Oben kann er spezifisch sein, aber unterhalb sollte das immer gleich sein, denn dann merkt YouTube, okay, das ist wirklich immer das gleiche relevante Thema und das ist für deinen Wachstum, für deinen Kanalwachstum ganz essentiell wichtig. Und hier dichtest du jetzt einfach aus diesen Keywords, aus diesen Kanal-Keywords, einen kleinen Text, damit das natürlich ist. Mach niemals den Fehler und kopier diese Keywords einfach in deine Beschreibung. Das erkennt YouTube, das ist spammig. Mach hier einen Text, wo die einfach vorkommen. Und ich habe jetzt das so verfasst. Hallo, also zuerst geht's mal an über mich. Das ist so ein bisschen eine Beschreibung über mich. Und das ist jetzt teilweise erfunden, also das trifft jetzt nicht tatsächlich auf mich zu. Aber ich habe jetzt so geschrieben, über mich. Hallo, mein Name ist Benjamin Beibel und ich bin leidenschaftlicher Langstreckenläufer. Bis hierhin stimmt's noch mit dem Schwerpunkt Halbmarathon. Das stimmt auch noch. Im Laufsport bringe ich 25 Jahre Erfahrung mit und kenne somit alle Höhen und Tiefen, die das Laufen so mit sich bringt. Also eigentlich stimmt's bis hierher. Auf diesem Kanal möchte ich meine Erfahrungen bezüglich Training, Sportmedizin und Schmerztherapie mit dir teilen. Freue dich auf spannende Inhalte und abonniere deshalb meinen Kanal. Ja, also so sollte das aussehen und jetzt bin ich gerade drauf gekommen, ich habe das Wort Fitnesstrainer hier vergessen, das kommt davon, weil man immer alles überhastet, aber es ist jetzt nur, damit ich dir das zeigen kann, ich hätte jetzt dir schreiben können, hallo, mein Name ist Benjamin Beibel, ich bin beruflich Fitnesstrainer und leidenschaftlicher Langstreckenläufer. So irgendwie hätte ich das jetzt umgestalten können. Also dann sind jetzt wirklich, dann ist jetzt hier wirklich alles reingepackt. Du hast hier die Kanaltags, die wir dann auf YouTube speichern, damit die immer von alleine reingegeben werden bei den neuen Videos. Und diese über mich Sektion, die können wir genauso speichern. Und dann ist die Arbeit getan. Dann ist dein Kanal so spitzenmäßig optimiert und du kannst da wirklich, ja, dann gigantisch wachsen. Und in den nächsten Videos kommen dann auch immer weitere Strategien, wie du deinen Kanal wachsen lassen kannst und mehr Aufrufe und mehr Klicks generierst. Aber das ist mal wirklich die Grundlage. Und wie gesagt, im nächsten Video zeige ich dir noch, wie du das dann jetzt hier speicherst. Und dann sind wir soweit mal wirklich fertig. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar. Ich versuche dir da zu antworten und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke. Dann erhältst du immer meine neuesten Videos. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.